Herzlich willkommen zum zweiten Podcast von der Gamescom. Heute sagen wir, wie wir die Messe fanden und gehen auf verschiedene Spiele ein. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Alex. Zuerst möchte ich mal sagen, also die Gamescom hat wieder einen neuen Besucherrekord erreicht. Nämlich dieses Jahr waren 350.000 Besucher da. Das waren ganze 5.000 mehr als im letzten Jahr. Hast du den Unterschied gemerkt, Alex? Dezent. Es wurden ja auch zwei Hallen mehr genutzt. Genau, also ich fand, es war jetzt nicht so, dass, also, wann war es denn? Die hatten einmal auch zwei Hallen auf einmal mehr reingehauen und da hat man das echt gemerkt, da hatten die irgendwie 10.000 Besucher mehr. Da hatte ich echt gedacht, so, oh, hier merkst du, sind echt mehr Besucher da. Hm. Aber so fand ich das jetzt, es hat sich relativ gut verlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch gerade angesprochen mit den Hallen, dass die zwei Hallen mehr hatten. Die hatten jetzt eine Halle komplett nur für das Merchandise. Das war die Halle 5.1. Und die hatten dann auch noch, genau, und die 5.2. Die hatten ja komplett beide Hallen dann nur dafür. Und ja. Dafür ist der Medienbereich in den Hallen 1, 2, 3 und 4 gelaufen. Und die Halle 5 war überhaupt kein Medienbereich mehr, was das sonst war. Genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass hier 919 Unternehmen da waren, also 5% mehr als im letzten Jahr. Macht ja auch Sinn, wenn mehr Hallen zur Verfügung stehen. Genau, da kann man auch ein bisschen mehr Unternehmen reinbringen. Fangen wir doch einfach mit den Spielen an. Nenn mir doch mal ein Spiel, was du dir angeschaut hast, Alex, und wie du das fandest. FIFA fand ich scheiße. Weil ich kein FIFA mag. Ja, das stimmt. Aber das hat auch damit zu tun, dass du es einfach nicht magst, wie du sagst. Also, ja, nimm doch ein Spiel, was du magst, was du dir angeschaut hast. Was du auch aus freien Stücken dir angeschaut hast und nicht, weil ich dich dahin geprügelt habe. Assassin's Creed Origins. Das hatte ich mir insgesamt. Da habe ich dich auch hingeprügelt. Nee. Ernsthaft? Du sollst Spiele nennen, die, wo ich dich nicht reingeprügelt habe oder irgendwelche anderen Personen. Assassin's Creed Origins. Das erste Mal habe ich das freiwillig angeguckt. Ich dachte, das wäre wegen deiner Schwester, dass du das angeguckt hast. Auch. Aber ich wollte es mir auch anschauen. Siehst du? Echt? Wolltest du diesmal echt das anschauen? Ja. Ich muss ja nicht so lange warten. Okay. Ja, du warst ja am Fachbesuchertag schon da, nicht so wie ich. Ja, leider. An den anderen Tagen ging es ja auch. Es ging, ja. Zu den sonst 6 Stunden Wartezeit war das jetzt recht angenehm. Ja. Also das Spiel war auf jeden Fall top. Es wurde einiges verändert im Gegensatz zu den früheren Teilen. Das Kämpfen ist ein bisschen wie in Dark Souls, dass du zwei Angriffstärken hast, dass du auch die Schultertasten benutzt, um zu kämpfen, nicht mehr auf X bzw. Viereck drückst, um das Schwert zu schwingen. Man kann rollen, um auszuweichen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen taktischer, als das früher war. Richtiges Tauchen gibt's jetzt. Nicht so wie in Black Flag, dass du nur in bestimmten Bereichen tauchen kannst, sondern man kann jetzt jederzeit B drücken und dann frei bis auf den Meeresgrund tauchen, wenn man das will. Das mit dem Adler, ja, kann man sehen, wie man will. Es ist halt im Grunde genommen nur eine Drohne, die aussieht wie ein Adler und hat auch so ziemlich dieselben Funktionen wie Drohnen in anderen Spielen. Ich hatte die Demo insgesamt 3 Mal gezockt und beim 3. Mal hatte ich dann gar nicht mehr die Story gemacht, sondern nur noch einfach die Map erkundet. Bin sogar bis an einen Bereich gekommen, an den ich nicht mehr weiter konnte. Da war dann so eine so eine unsichtbare Wand, wie in den ersten Assassin's Creed-Teilen. Das kennt man ja noch aus dem ersten Teil. Wenn man in einer neuen Stadt war, konnte man ja auch von Anfang an nicht überall hin. Das war schon interessant, aber ich glaube, das wurde auch nur für die Gamescom-Demo so gemacht. Und, das stimmt. Also mir hat es auch auf jeden Fall auch besser gefallen. Also es wurde auf jeden Fall mal anders als die anderen Teile. Also die haben jetzt eine Auszeit genommen über ein Jahr, weil sonst hatten sie ja ab dem 2. Teil das immer jährlich rausgebracht, die neuen Teile. Hm. Zeitweise auch mal 2 gleichzeitig, wie Unity und
Rogue. Da hatten sie auf den alten Konsolen Teil und auf den neuen Konsolen. Und jetzt hatten sie ja wirklich da 2 Jahre Pause. Und ich finde, das merkt man auch an, dass die jetzt nicht einfach immer Copy-Paste genommen haben von den alten Teilen zum neuen Teil, sondern dass sie wirklich sich mal Gedanken gemacht haben. Richtig. Also es... Dann mache ich... Ja? Damals war das ja so, zum Beispiel Assassin's Creed 1 bis... Revelations hat ja im Grunde genommen dieselbe Engine genutzt und die Spiele sehen auch alle relativ gleich aus. Und dann Assassin's Creed 3 bis Black Flag hat ja eine neuere Engine, aber auch in allen Spielen wieder dieselbe und es sah auch alles ziemlich gleich aus, hat auch die gleichen Funktionen gehabt, die Steuerung war ähnlich und Unity und Syndicate dann wieder dasselbe. Und bei dem neuen Origins merkt man auf jeden Fall, dass sie sich wieder mehr Zeit gelassen haben, dass es nicht einfach dieselbe Engine ist, nur mit einem anderen Ort und einem anderen Spielermodell. Das stimmt auf jeden Fall. Also und der, auch der Standort Ägypten finde ich sehr interessant, muss man wirklich sagen. Das Ganze spielt noch zur Einordnung, zu der Zeit, als Caesar versucht hat, Ägypten zu erobern und dann eben mit Kleopatra ist das, mit dem Bruder, also auch eine sehr spannende Zeit geschichtlich gesehen. Lass uns mal zum nächsten Spiel übergehen, da du schon angesprochen hast, sage ich mal FIFA in den Raum. Also dich interessiert jetzt, glaube ich, jetzt so weniger, wie du ja, schon nicht, nee. Kundgetan hast. Was soll ich dazu sagen? Also wir haben einmal die Nintendo Switch-Version angetestet und dann hatten wir auch das Ganze nochmal auf der PS4 angezockt, oder? PS4, genau, PS4 ja. Pro, irgend so ein Sony, auf jeden Fall. Also ich fand's sehr interessant. Wir hatten einmal einfach nur bei der Switch hatten wir 1-gegen-1 gespielt. Das war, man muss sich dran gewöhnen bei der Switch, da wir auch jeder nur einmal den kleinen Controller hatten, was sehr bei unseren großen Händen passt eher der Xbox-Controller von der ersten Xbox rein, als so einer. Ja. Also es war vom Feeling her eben komplett was anderes. Muss man halt gucken, wenn man nochmal eben die Switch einfach so in der Hand hält oder die am Fernseher angeschlossen hat und dann den Pro-Controller von der Switch hat. Aber sonst hat sich da einfach wie ein FIFA gespielt. Und auf der PlayStation hatten wir uns dann noch die FIFA Journey angeguckt mit Alex Hunter. Die Kampagne, genau. Das hatten die ja schon in FIFA. Genau, das ist die Kampagne. Die hatten die ja schon in FIFA 17 dabei gehabt. Ist, ja, also wir haben jetzt nicht viel davon gesehen. Es geht darum, dass er wechseln möchte und es spielt sich, meiner Meinung nach, ist es sehr, 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 sehr ähnlich an FIFA 17. Also der Sprung von FIFA 16 auf FIFA 17 war meiner Meinung nach viel größer als der Sprung jetzt von FIFA 17 auf FIFA 18. Das, was wir jetzt testen konnten davon. Boah, wenn du das sagst, glaube ich das dann, einfach mal. Ja, da hast du jetzt nicht so die Perspektive, muss man wirklich sagen. Da, ich glaube, deine FIFA-Stunden kann man an einer Hand abzählen, die du gespielt hast, oder? Wahrscheinlich. Was wir uns dann auch noch angeschaut haben, war Life is Strange. Ja. Aber das ist ja nicht der Nachfolger, also ist ja geplant, Life is Strange 2 rauszubringen, sondern das ist ja Life is Strange, das Prequel. Wie heißt das dann? Before the Storm. Life is Strange, Before the Storm, genau. Dort spielt man, da hast du jetzt schon wieder mehr Ahnung von, wie heißt die Namen und ich krieg das nicht Chloe. Zusammen. Chloe, das genau. Das Mädel aus dem ersten Teil. Genau, und da hat man eine Mission gespielt in einer alten Scheune, wo ein Konzert von einer Punkband war. Was man jetzt auch dort gesehen hat, ist, dass man wieder Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen wirken sich natürlich auf die Geschichte aus, wie die weitergeht und so weiter und so fort. Du hast ja gesagt, die hätten... Also das Ende, egal welches wir wählen würden, würde natürlich dann auch zu Life is Strange 1 passen, da es ja vor Life is Strange 1 spielt. Was ich auch noch mitbekommen habe, also was man natürlich
weiß, bei Life is Strange 1 konnte man zurückspulen, wenn man mit den Entscheidungen nicht einverstanden war oder sonst irgendwas. Hm. Bei Life is Strange 2 kann man nicht zurückspulen. Die Entwickler haben das begründet. Einmal macht es keinen Sinn, wenn die Chloe das auch kann, da das für die Chloe was komplett Neues war. Genau. Weil das die, wie hieß die nochmal? Max. Im ersten Teil. Max, genau, die das konnte. Und es würde auch eher zu Chloe passen, weil sie ja eher so ein Bauchmensch ist. Also sie entscheidet vieles aus dem Bauch raus und macht sich auch im Nachhinein jetzt nicht allzu viele Gedanken über ihre Entscheidung, sondern sagt, ja, das ist meine Entscheidung, das habe ich so gemacht, dann ist das auch so. Genau. Finde ich auch vom Ansatz her recht gut, dass sie dann auch die genommen haben, weil da haben sie auf jeden Fall recht, dass so wie man die Chloe im ersten Teil kennengelernt hat und jetzt in dieser einen Mission, passt das eher dazu. Richtig. Möchtest du jetzt noch ein Spiel vorschlagen, was wir uns angeschaut haben oder du dir angeschaut hast? Ja, ein Spiel, das ich mir angeschaut hatte, du aber nicht, war Star Wars Battlefront 2. Davon. Ah ja, der Shooter. Ja. Davon konnte ich vor ein paar Wochen ja schon die Alpha auf dem PC zocken und kannte dadurch das Spiel schon ein bisschen. Der Start von dem Spiel war auf jeden Fall mega geil aufgemacht dieses Mal. Die hatten zwei lebensgroße Raumjäger, einmal den TIE Fighter, einmal den X-Wing Fighter. In der Mitte konnte man sie sich dann anstellen und wenn die Wartezeit vorbei war, gingen Türen auf, wie auf dem Todesstern in den Filmen. Und dahinter wurde man zu zwei Stormtroopern nach links und rechts geschickt. Das war auf jeden Fall mega genial gemacht. Und das Spiel selbst, ja, hat sich nicht so viel geändert seit der letzten Alpha-Version, die ich testen konnte. Es ist auf jeden Fall taktischer geworden im Gegensatz zum ersten Teil. Weniger casual-freundlich. Es gibt nicht mehr diese Pickups für Helden oder Raumschiffe, sondern man muss tatsächlich gut spielen und auch seinen Verbündeten helfen und sie unterstützen, um mehr Punkte zu bekommen. Und mit diesen Punkten kann man dann Helden auswählen oder Raumschiffe steuern und diese ganzen Sachen. Und die einzelnen Matches gehen auch wesentlich länger als den ersten Teil. Also im ersten Teil war das ja alles noch relative Standardkost. Längere Matches gab es dann später in den DLCs, zum einen beim Todesstern-DLC und auch beim Rogue One-DLC. Und so wie es aussieht, werden solche ähnlichen längeren Matches, die auch aus mehreren Teilen bestehen, im nächsten Teil Standard sein. Okay, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass die diesmal auch eine Singleplayer-Kampagne hatten. Das hatten sie angeblich das letzte Mal nicht dabei. Genau. Also, jein. Beim letzten Mal gab es ein paar Missionen, die man entweder im Koop oder alleine spielen konnte. Aber im Grunde genommen war das auch nichts anderes als Bot-Matches. Also, nicht wirklich eine Kampagne. Ah, okay. Also diesmal gibt es aber anscheinend dann eine richtige Singleplayer-Mission. Genau. Was für ein Spiel hast du dir noch angeschaut? Weil du warst ja ein paar Tage mehr da, um nicht zu sagen, du warst alle Tage da. Mhm. Alle. Und was hast du dir denn da noch so angeschaut? Was ich mir noch angeschaut war zum Beispiel das neue Uncharted. The Lost Legacy heißt das. Und ich habe ja noch nie vorher irgendein Uncharted-Teil gespielt. Das war also absolutes Neuland für mich. Wobei ich das eigentlich schon seit Jahren mal austesten wollte, da ich ja auch ein großer Tomb Raider-Fan bin. Und es ist doch anders als erwartet. Also die Steuerung ist zum einen komplett anders, als man das sonst von den meisten Action-Spielen kennt. Grafik sieht richtig gut aus, vor allem für ein Konsolenspiel. Bisschen schade ist natürlich, dass es nur mit 30 FPS läuft. Und zumindest mal dieser Level, den man in The Lost Legacy in der Demo auf der Gamescom erkunden konnte, war doch enorm groß. Also ich hatte es in der begrenzten Zeit, die wir zum Spielen hatten, nicht geschafft, einmal durchzukommen. Ah, okay. Das klingt auch wirklich sehr interessant. Ich wollte jetzt auch noch irgendwas dazu sagen und einwerfen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Naja, was wir uns auch noch angeschaut haben, war ja die
Indie-Boost Arena, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Das war in Halle, ich will nicht lügen, 10.1. Dort hatten sie einen extra Bereich ausgestellt, nur für Indie-Entwickler. Und genau, da haben wir auch einige Perlen gesehen, die man sonst eben, wenn man nur die großen Hallen abgrast, nicht sieht. Also, alle nochmal als Geheimtipp, wer nächstes Jahr auf die Gamescom geht, nicht immer nur bei den großen Leuten stehen und Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed und hier x-beliebigen AAA-Titel einfügen, sondern auch mal in andere Hallen gehen. Du hast natürlich da auch viele Sachen dabei, wo ich mir so denke, oh, das Spiel werde ich noch mal spielen, wenn es gratis ist, aber du hast auch immer zwischendurch mal Perlen dabei, wo du echt sagst, oh, cool, dass ich das gesehen habe, das werde ich auf jeden Fall zocken, oder will ich mir auf jeden Fall, packe ich mir auf den Schirm, wenn das mal draußen ist, werde ich da auf jeden Fall mal nachgucken. Auf jeden Fall. Eins war von kroatischen Entwickler, den Namen habe ich natürlich wieder vergessen, das I Hate to Running Back heißt das, oder? I Hate Running Backwards war das. Ah, okay, genau. Zum Spielprinzip, du bist, hast eine Draufsicht, 2D-Map, du bist ein oder zwei Personen, je nachdem, wie mit wie vielen du das spielst, und du läufst eben von unten dem Bildschirm nach oben als zurück, und es kommen eben Angreifer, du hast die ganze Zeit eine Waffe, und schießt die Gegner über den Haufen. Ganz einfaches Spiel, nur dass du jetzt nicht, wie zum Beispiel bei den alten N64 oder SNES gab es auch diese Alien-Shooter, wo du von links nach rechts, hier ist es einfach von unten nach oben, wo du da zurückgehst. Das Spiel hat auch mega viel Spaß gemacht, uns beiden. Das hatten wir schon, ich glaube, eine halbe Stunde oder so gezockt, locker. Locker, ja. Also, das für die, die das kennen, es ist im Grunde genommen wie ein Endless Runner, also wie Temple Run zum Beispiel. Nur, dass man eben rückwärts läuft und das Ganze auch zu zweit spielen kann. Zwischendurch kam ja auch ein Abschnitt, in dem wir in ein Auto gefahren sind. Dann muss der eine Spieler das Auto steuern und der andere kann hinten rausschießen und muss natürlich auch die Gegner weiterhin abwehren. Genau, muss man auch sagen, also man spielt auf jeden Fall zusammen, nicht gegeneinander. Ja, das ist dazu zu sagen. Und das ist auch ein Vorteil von diesen Indie-Spielen. Wenn du einmal da dran kommst, kannst du, Gott weiß, wie lange da dran spielen. Also das ist nicht, dass es auch irgendwie auf eine Zeit begrenzt ist, sondern du kannst wirklich da, Gott weiß, wie lange da deine Zeit verbringen. Ja, zumindest insofern nicht noch mehr Leute hinter dir stehen und unbedingt auch mal gucken wollen. Genau, mal Druck machen, dass du dann nach 2 Stunden vielleicht doch mal irgendwie weggehen solltest. Ja. Aber naja. Dann hatte ich noch meinen Favoriten, ist Dead in Vineland. Da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure und spielt in zur Wikingerzeit in Vineland. Vineland sagt einem bestimmt nichts, ist Englisch und heißt Weinland. Damit haben die Wikinger bezeichnet, die auch, wie jeder weiß, Amerika entdeckt haben, schon vor Christoph Kolumbus. Und das Spiel spielt eben dort und lässt dir den Wikinger-Alltag da geschehen und du musst halt das Ganze, deine Crew hier zum Überleben führen. Am Anfang bist du 4 Charaktere und es können immer noch mehr Leute zu deiner Party stoßen. Aber das ist so ungefähr der Ablauf von diesem Spiel. Ja, das dazu. Dann hatten wir noch ein Spiel gespielt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das heißt mit dem Dreieck und mit dem Quadraten, was wir da gespielt haben in der Arena? Nee, da ist mir auch der Name entfallen. Ja. Also es war auf jeden Fall so eine Art Spiel, habe ich auch schon mal gespielt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißen. Es ist halt ein Knobelspiel. Sehr interessantes Spiel. Also wie ich schon sagte, man findet da wirklich Perlen. Manchmal trifft man auch wirklich den Müll, aber im Normalfall kann man diese Indie-Spiele auf jeden Fall sich anschauen. Das stimmt.
Was ich auch noch habe hier, The Lost Embers, konnte man da auch spielen. Da spielt man verschiedene Tiere im Wald. Das ist auch ein recht schönes Spiel, meiner Meinung nach. Das hatte ich gar nicht gesehen. Nicht? Okay, da... Ja, da hatte also, ich wohl gerade woanders hingeschaut. Ja, also da waren echt so viele Spiele, das ist unfassbar. Da kann man auch gut und gerne welche übersehen. Muss man ganz wirklich sagen. Ein anderes Spiel, was ich aber leider nicht selber gespielt hatte, sondern nur anderen über die Schulter geschaut, heißt Django, ist ein richtig klassisches Point-and-Click-Adventure. Und das, was ich da gesehen habe, sah auf jeden Fall auch extrem humorvoll aus. Also wie in den alten LucasArts Adventures wie bei Monkey Island oder Maniac Mansion und so weiter. Mhm. Mit sehr vielen kleinen Easter Eggs, die auf andere Spiele oder auch Popkultur wie zum Beispiel Herr der Ringe verweisen. Okay, also wie schon sagten, diese Indie-Arena, das kann man sich wirklich immer wieder geben. Das ist sehr, sehr cool. Machen wir mal weiter mit einem etwas größeren Spiel. Ich habe ja von unserem ersten Podcast, um da mal Bezug drauf zu nehmen, über den Landwirtschaftssimulator gesprochen und dass man ja da so eine Box hat, dass man da Gerüche entsprechend wahrnehmen kann. Mhm. Vorab möchte ich kurz sagen, es ist so, als wir da hingegangen sind, war es schon zu Messeende. Also Messeende im Sinne von der Uhrzeit, es waren noch mehrere Messetage da. Aber es ist so, wie ich schon gesagt habe, ging es ja darum, dass wir einfach Gerüche wahrnehmen können. Oder die Box stellt verschiedene Gerüche her. Ich muss ganz ehrlich sagen, verschiedene Gerüche stellt die her, ja, aber es riecht nicht so wie das, was man sagt, wonach das riecht. Also zum Beispiel, wenn jemand Holz schneidet, das riecht absolut nicht so, als wenn irgendjemand Holz schneidet. Sondern das ist halt komplett, keine Ahnung, es riecht halt komplett anders. Daher, also ich fand, es hat nicht so funktioniert. Du hast dir das, glaube ich, nicht angeschaut, oder? Nee. Das Ganze? Nee, okay. Aber ja, also meiner Meinung nach hat es nicht funktioniert. Die Idee ist sehr interessant, aber ich glaube, da muss man dann nochmal das Ganze überdenken und nochmal versuchen auszuführen. Das zum Thema Landwirtschaftssimulator. Hast du denn noch irgendein Spiel, was du unbedingt erwähnen musst? Ja. Und dir wird es wahrscheinlich schon aus den Ohren rauskommen. Aber Strange Brigade. Definitiv, ja. Abgesehen von I Hate Running Backwards, mein absolutes Highlight der Gamescom. Dieses Spiel verfolge ich auch schon, seit es das erste Mal angekündigt wurde. Und das selber zu spielen ist natürlich nochmal was anderes, als nur Gameplay-Videos zu schauen. Rebellion, also die Entwickler von dem Spiel, haben das auch richtig gut gemacht auf der Gamescom. Und zwar konnte man alle Versionen testen. Am Strange Brigade stand selbst, war die PS4-Version anzuspielen. Auf dem Xbox-Stand konnte man die Xbox-Version auf der Xbox One X austesten. Und am Alienware-Stand natürlich die PC-Version mit Maus und Tastatur, welche mir persönlich dann auch am besten gefallen hat. Das Spiel muss man sich ja so vorstellen, wenn Tomb Raider und Uncharted mit dem Horde-Modus von Gears of War zusammengemixt wären, dann würde da Strange Brigade rauskommen. Was wolltest du sagen? Also du hast auf jeden Fall sehr, sehr davon geschwärmt von dem Spiel, muss man wirklich sagen. Und ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber es sah wirklich richtig gut aus, das Spiel, muss man wirklich sagen. Also ja, das konnte man sich echt gut geben. Also ich habe mir auch heute noch mal ein älteres Entwicklervideo angeschaut, wo die Entwickler des Spiels das vorgeführt und darüber geredet haben. Das war ungefähr zur E3-Zeit herum. Da haben die gesagt, dass die Entwicklung erst vor kurzem angefangen hatte. Also das Spiel ist immer noch im Alpha-Stadium und sieht aber jetzt schon besser aus als so manch anderer AAA-Titel bei Release.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal verdammt gut. Also sah auch wirklich von der Grafik her sehr gut aus. Das muss man sagen. Ja. Okay, haben wir denn sonst noch irgendwelche Spiele auf der Agenda, die wir unbedingt abhaken müssen? Destiny 2 habe ich gespielt. Wer Destiny 1 gespielt hat, der weiß, wie das ist. Es ist im Prinzip einfach nur mehr vom selben. Und das neue Need for Speed hatte ich ausgetestet. Ich weiß nicht, ob das komplette Spiel so sein wird, aber zumindest die Demo hatte gar nichts mehr von einem Rennspiel. Es hat ein bisschen mehr an bestimmte Missionen aus GTA erinnert. Und zwar musste man in einem Ford Mustang ein LKW verfolgen, auf dem ein anderes, teureres Auto geladen war. Zwischendurch musste man andere Autos von der Straße drängen. Am Ende kam eine Cutscene, bei dem die Beifahrerin auf den LKW gesprungen ist, das andere Auto gestohlen hat, und dann musste man das fahren und damit noch fliehen. Also es hat überhaupt nichts mehr mit diesen älteren Need for Speed-Spielen zu tun, die ja einfach nur Rennspiele waren, in denen du ab und zu von der Polizei verfolgt wurdest. Okay, also das, genau, das war ja auch schon, glaube ich, die Version, die die auch schon auf der E3 gezeigt haben. Das kann sein, ja. Dann ist mir noch eingefallen, wir hatten ja auch schon im ersten Podcast über Age of Empire geredet und dass ja so eine Neuauflage nur Sinn machen würde, wenn die auch ein neues Spiel rausbringen, und die haben sogar auf uns gehört, die bringen Age of Empire 4 raus. Richtig. Wobei man davon jetzt noch nicht allzu viel gesehen hat, außer einem sehr nichtssagenden Trailer. Genau, also da hat man echt schon nichts gesehen, aber die haben es eben, diese Neuauflage, oder haben sie halt dazu benutzt, um einfach nochmal anzukündigen, das neue Spiel, was recht cool ist, wenn die das wirklich so durchziehen. Ja. Haben wir denn sonst noch irgendwas, Alex, was ich vergessen habe? Wir haben World of Tanks gespielt. Ja, aber das ist jetzt irgendwie, naja. Also es ist halt World of Tanks, man kennt's, man kann es gerade zocken. Man kann es jetzt schon runterladen, falls es schon draußen ist seit ein paar Jahren. Ja, schon. Und wir haben es nur gespielt, um T-Shirts zu bekommen. Das stimmt, T-Shirts und Sitze. Ja, Papphocker. Ja, aber muss sagen, die Sitze am Sammlungsstand waren besser. Apropos Sammlung, da möchte ich noch erwähnen, wir sind Achterbahn gefahren auf der Gamescom. Also das fand ich wirklich sehr, sehr cool, diese Achterbahnfahrt auf der Gamescom. Das war halt ein man hatte einfach ein VR-Headset auf, und bei diesem Headset ist man einfach eine Achterbahn lang gefahren. Man saß auf Sitzen, die dann diese Achterbahnfahrt simuliert haben. Genau. Und das hat wirklich optimal funktioniert, muss man ganz klar so sagen. Ja. Und, also von außen sahen die Sitze aus wie sich bewegende Kinosessel. Genau. Und man muss echt sagen, das hat prima funktioniert, das Ganze. Dafür ist, glaube ich, auch VR gemacht, also für solche Sachen halt. Also wenn es nicht um Spiele geht, auf jeden Fall. Genau, und also das Samsung VR-Headset ist ja eigentlich auch nicht spieletauglich, sondern das kann man, glaube ich, auch nur in Verbindung mit den Samsung-Handys nutzen. Genau, also das ist halt extra für das Handy entwickelt worden. Ja, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, muss man ganz klar sagen. Ja. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, sonst sind wir relativ gut durchgekommen. So. Gut, dann danke ich dir für die Aufnahme und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch, Johannes. Tschö. Tschö.